Freiwillige hier im PASCH-Büro im Goethe-Institut in Lima. Wir arbeiten mit Schulen aus ganz Südamerika zusammen und organisieren internationale und nationale Austausche. Außerdem bieten wir Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer an den verschiedenen PASCH-Schulen an. Wir sind seit 10 Jahren PASCH-Schule und ich glaube, PASCH ermöglicht den Schülern, die wirklich verstehen, aus den Angebot, die Angebote auszunutzen, viele Möglichkeiten, eine andere Kultur kennenzulernen, sich in eine andere Sprache zu vertiefen, aber auch, es gibt auch neue Studienmöglichkeiten für unsere Schüler. Ich glaube, PASCH ist eine Organisation, die contribuye de muchas maneras a los colegios, por ejemplo, con el material que provee para la difusión del idioma, las oportunidades que brinda para que los estudiantes conozcan de manera directa la cultura alemana y los voluntarios que en muchas maneras apoyan y soportan el aprendizaje de los estudiantes. A mí me ayuda de verdad demasiado. Me brinda los libros, me brinda personas que saben alemán, son alemanes, y como que ellos me ayudan a la pronunciación. Porque yo podría leer, pero lo leo mal, lo voy a leer como está escrito. Pero gracias a ellos sé cómo se pronuncia y todo eso. Durch die deutsche Sprache habe ich eine ganz fremde Kultur kennengelernt, und zwar die deutsche Kultur. Jetzt kann ich fließend auf Deutsch sprechen. Ich kann deutsche Bücher verstehen, auch deutsche Lieder. Durch die deutsche Sprache habe ich viele tolle Leute kennengelernt und auch schöne Orte besucht und auch verstanden, dass wir ein großes Zuhause sind. Durch die deutsche Sprache habe ich meine Didaktik verbessert und meine Erfahrungen als Lehrerin erweitert. Mit PASCH bin ich nach Frankfurt, Deutschland gefahren. Es war dank eines Stipendiums, das Jukus heißt. Es war super. Yo gané Kultur sobre el alemán y estoy muy orgullosa. Ich bin nach der Colonia Tovar gefahren und ein Dokumentarfilm gedreht. En lo particular me gustan mucho de mis experiencias como docente, participar en seminarios, porque siento que en este tipo de experiencia tengo mucho aprendizaje que puedo utilizar directamente en clase, en el salón. Wenn ich nach Dobroda gereist bin, weil ich habe in die deutsche Olympiade teilgenommen und ich habe viele Personen kennengelernt und viele Freunde gemacht. Precisamente con PASCH tuve la primera experiencia de salir del país, que estuve una semana en Perú y allá hice amigos increíbles. Y me acuerdo mucho que como 2 años después tenía un amigo que estaba en Alemania, que nos habíamos conocido en el campamento y era el día de mi cumpleaños y desde Alemania me llamó y yo creo que, pues, que eso fue la experiencia más linda. Bueno, cuando estaba en décimo acá en el colegio, solo 3 de mis compañeros, contándome a mí, tuvieron la oportunidad de viajar a Alemania. En 10 años quisiera que no solo 3 pudieran hacer eso, sino, ¿por qué no?, el curso completo. En 10 Jahren wird die Initiative auf jeden Fall größer sein. Sie wird mehr Schulen umfassen, dadurch, dass sie heute schon sehr, sehr erfolgreich ist. PASCH ist mittlerweile fester Bestandteil der auswärtigen Kultur und Bildungspolitik und sehr erfolgreich dabei.